Der Tempel für Sethos I. und seinen Vater Ramses I. wurde gegenüber Karnak auf der Westseite des Nils erbaut. Warum der klassische Tempelstil nicht eingehalten wurde und stattdessen ein Doppeltempel erbaut wurde, wird wohl ein ewiges Geheimnis bleiben. Hier einen Blick über die ehemalige Palastanlage. Viele Teile des Tempels wurden bei einem verheerenden Unwetter Mitte der 90er Jahre beschädigt und sind als Artefakte wieder zu besichtigen. Der Weg zum ersten Pylon führt durch den zweiten Pylon etwa auf der Hälfte des Weges zum Hauptgebäude hin. Das Hauptgebäude ist links für Sethos und rechts für seinen Vater Ramses errichtet worden. Dieser wunderschöne Tempel verfügt über eine 10-Säulen-Front und misst 45 x 52 Meter. Obwohl der Tempel selbst sehr gut erhalten ist, findet man kaum Plastiken auf dem gesamten Gelände. Betreten wir den altehrwürdigen Säulensaal in seiner angenehmen Dunkelheit und Frische. Leider steht der gut erhaltene Tempel kaum bei einem Reiseveranstalter im Programm. Obwohl die Ausstattung dieses Tempels mit dem Tempel von Abydos nicht vergleichbar ist, kann man nach den Restaurationsarbeiten noch die angenehmen Farben und die schönen Reliefs gut erkennen. Die Doppelscheintüren nach Westen weisen auf die Präsenz der beiden Könige nach dem Tode hin. Im Tempel selbst existieren viele dieser Kapellen. Sie dienten ausschließlich zur Anbetung der Götter. Und man beachte die doppelte Ausführung der Götter, die spiegelbildlich zur Achse dastehen. Auf diesem Relief opfert der König vor dem Schöpfergott Ptah und der löwenköpfigen Sekhmet. Das Gelände verfügt über einen architektonisch bemerkenswerten heiligen See südlich des Gebäudes. In vielen Fällen ist die Fantasie der Besucher gefragt, um sich das lebhafte Treiben im Tempel vorstellen zu können. Mit der Genehmigung der Tempelwächter und einem kleinen Bakschisch ist es ohne weiteres möglich, vom Dach des Tempels einen Blick zu erheischen. Die Barkenstation des Tempels im Norden ist für Sethos und relativ bescheiden ausgefallen. Überall finden wir Kartuschen, die den König lobpreisen. Hier ist eine interessante Darstellung, wo Sethos seinen Vater Ramses, der als Amun dargestellt ist, segnet. Kehren wir noch einmal in den Säulensaal zurück und betrachten die wunderschönen Farben an den Decken und den Wänden.
Wenn auch der überwiegende Teil der Darstellungen dem Gott Amun huldigt, so sehen wir doch immer wieder die Geiergöttin Mut oder die zwei Herrinnen, dargestellt durch zwei Schlangen, auf den Reliefs. Hier den Raum der Parkenstation für König Ramses. In allen Nischen standen Götterfiguren, welchen täglich gehuldigt und geopfert wurde. In den Parkenstationen ist immer viel Fantasie gefragt. Auf diesem Sockel zum Beispiel stand früher die Sonnenbarke. Und wir sehen heute nur noch an Reliefs an der Wand, wie einst diese Sonnenbarke wunderschön geschmückt und ausgestattet war. Schaut man genau hin, so sieht man den opfernden Pharao. Und er opferte nicht nur viel, sondern er opferte üppig. Weihrauch und Speisen ohne Ende. Amun sollte es gut gehen. Hier haben wir eine interessante Szene, die in jedem Tempel dargestellt wird. Es wird die göttliche Herkunft des Königs bewiesen. Obwohl fast alle Kapellen nur Amun geweiht sind, gab es auch Gastgötter, denn Amun sollte sich nicht langweilen. Ganz links sehen wir hier den Gott Thoth, den Schreibergott, der alle Taten des Königs notiert. Eine große Anzahl von Speichern garantierte den Priestern ein ausreichendes Auskommen, aber gleichzeitig auch den reibungslosen Ablauf der gesamten Organisation im Tempel Sethos I.